Hallo zusammen, ich habe hier einen Doppelkompressor-Kühlschrank. Wir haben oben den Tiefkühler und wir haben unten den Kühlschrank. Ist an sich unser 1500er oder oben bestehend aus dem GS30, also einem Gefrierschrank. Der hat hier eine Temperatur jetzt, wenn wir ein bisschen pressieren, von 33 Grad minus. Da hat er 35, als ich geguckt habe. Und hier habe ich den Kühlschrank. Wir haben eine Innenbeleuchtung, wir haben nur Kühlschrank. Und wir haben hier unten einen mechanischen Thermostaten, um die Temperatur mechanisch einzuregulieren. Das ist im Prinzip der gleiche Kühlschrank 96F bei uns. Der wäre dann ohne Tiefkühlung. Aber dieser Kühlschrank hier, der hat zwei neue Nanokompressoren. Diese kleinen herzigen Kompressoren sollen den besseren Wirkungsgrad haben als der BD35, beziehungsweise da war der BD50 drin und jetzt sind solche zwei BDN50 drin. Also der kommt weg, das ist mein Muster. Wir sehen hier die zwei Kompressoren, zwei Aggregate und wir haben zwei drehzahlregulierte Ventilatoren drin. Das heißt, wenn wir hier hinten eine Temperatur von 40 Grad erreichen, läuft der Lüfter oder die beiden Lüfter doppelt so schnell. Das heißt, dass wir die Wärme besser wegbekommen. Hier fehlt jetzt noch die Abdeckung. Hier ist der Tiefkühler, der GS30. Hier ist die Temperatursonde. Das ist noch ein bisschen. Wir haben jetzt nur noch, habe natürlich die Türe aufgemacht, nur noch minus 27 Grad auf dem Tiefkühler. Ich kann über die Set-Taste, kann ich den einstellen. Hier jetzt eingestellt auf minus 35 Grad. Also das ist gute Leistung. Ich kann den Tiefkühler auch umstellen als Kühlschrank. Das heißt, wenn ich jetzt nur kurz wegfahre, einmal ums Dorf, dann brauche ich nicht den Kühlschrank laufen zu lassen, sondern ich kann den Tiefkühler eigentlich umnützen als Kühlschrank. Oder beides umnützen als Kühlschrank. Ich habe hier mit dem Digitalthermostat einfach den großen Vorteil, ich habe sehr einen großen Temperaturbereich, den ich einstellen kann, von plus 20 oder von mir aus nur plus 18 für einen Rotwein bis auf minus 35 Grad. Ist knapp mit dem Schaffen, aber einstellen kann ich es. Er macht minus 30, das ist eher kein Problem. Wir haben von der Elektrik her hier hinten noch ein bisschen Chaos, weil wir haben ja an sich hier zwei Kompressoren, Kompressor 1, Kompressor 2, dann haben wir die Innenbeleuchtung und die Steuerung vom Kompressor. Wir haben jetzt das hier einfach mal provisorisch zusammengehängt mit einer Vago-Klemme. Wird wahrscheinlich dann vielleicht noch eine Abzweigdose geben, aber eigentlich haben wir hier vier Verbraucher, die zwei Kühlschrankaggregate, Licht und die Steuerung vom Eliwell. Wir könnten das auch separat schalten, irgendwo vom Panel her, bei Bedarf. Das Gerät, was jetzt hier steht, das ist ein reines Versuchsgerät. Funktioniert absolut. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir, unten sind die Kontaktdaten, Mail, wenn ihr Interesse habt an dem Kühlschrank. Das ist aber ein gebrauchter Kühlschrank. Also da heißt gebraucht, wir haben jetzt den getestet. Wir haben aber hier Türverschlüsse angesetzt. Es sind schon Löcher drin vom Anschrauben.
und es ist nicht eine Originalblende. Original, ihr habt vorher gesehen, wäre eine schwarze Blende, hier ist so holzfarben. Kann man aber auswechseln, das wäre überhaupt kein Thema. Die BDN50, diese kleinen Kompressoren da, sollen einen besseren Wirkungsgrad haben. Wir verbauen jetzt diese im Prototypenstadium. Nach mir ist der Kompressor leiser als der alte. Und aus diesem Grund werden wir das Gerät auch hier mit dem leisen Lüfter anbieten. Nur wenn dann die Temperatur von 40 Grad wird, wird er auch lauter wie normal. Die einen hören das nicht, die anderen sagen, kann ich nicht schlafen. Aber dieser Kühlschrank hier, der wird wirklich extrem leise durch die kleinen Kompressoren. Wir haben auch weniger Schwingungsmasse auf dem Kompressor und eben den Lüfter, der Drehzahl gesteuert ist. Im normalen Fall ist der leiser. Wir werden sehen. Das Gerät, das ist jetzt momentan das einzige Gerät, was wir haben, wo wir gerade sofort liefern könnten. Schreibt mir ein Angebot, was ihr zahlt für den. Unten in die Mail, das Datenblatt von den Maßen und so weiter verlinke ich euch natürlich auch unten drin. Da wird auch der Preis aufgeführt sein, denn weiß ich noch nicht, was das Gerät kostet. Ist nicht ganz günstig, aber wir haben es momentan nicht am Lager. Wir haben nur die Gehäuse am Lager, das Unterteil am Lager, die Kompressoren am Lager. Also wir können das Gerät, ich sag mal, so in 2 Wochen fertigen auf Bestellung. Wann es am Lager ist, kann ich euch nicht sagen, dass wir sofort am Lager liefern können. Aber wenn ihr bestellt, 2 Wochen, vielleicht auch 3 Wochen Lieferzeit. Die anderen Geräte haben wir ja sehr viele am Lager, ob Coolboxen und so weiter. Ihr könnt auch vorbeikommen. Wir haben eine Ausstellung. Das sind unsere Standardgeräte, Kühlschränke. Das sind alles 12 Volt Kühlschränke. Hier hinten Solarkühlschränke, Solartruhen, die laufen auch auf 12, 24 Volt. Wir haben ein paar Aggregate, wir haben Boxen. Ja, da komme ich dann noch dazu. Ich habe eine leistungsfähige Kühlbox, die macht minus 80 Grad. Minus 80 Grad für komische Sachen zu transportieren. Wir haben auch hier in der Ausstellung Kühlboxen. Ihr könnt die Kühlboxen, wenn ihr mit dem Fahrzeug vorbeikommt, rausnehmen, ins Fahrzeug tragen, schauen, ob es passt, ob der Deckel aufgeht, ob der Deckel zugeht und so weiter. Wir haben nur ein bisschen Batterien, aber das ist ein anderes Thema. Und hier sind dann die Tiefkühlgeräte. Die machen halt kalt und können richtig tiefkühlen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt in diesem Testmodell, es gibt wenig Geräte, die wir so gut getestet haben wie das Teil hier. Also ein Standardgerät wird nicht so ausführlich getestet. Schreibt mir unten im Mail, was ihr dafür zahlt. Ich versteigere das Ding, der Meistbietende kriegt das. Punkt. Auch das Datenblatt und der Preis findet ihr unten drin, beziehungsweise ein Link auf unserem Shop mit den Maßen und alles, was dazugehört. Hier verlinke ich euch ein Video über den 1500er, also den gleichen Kühlschrank, aber nur mit einem Kompressor. Und hier ein Video zum kleinen Nanokompressor, der leider immer noch nicht in Serie lieferfähig ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.